Natalie ist vermutlich nicht in der Stimmung zu telefonieren. Ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Für sie ist es doch auch peinlich. Alle wissen, was sie getan hat. Und jetzt habe ich dir auch noch die Mittagspause versaut. Sorry. Es macht mir nichts aus, dich beim Telefonieren zu beobachten. Hauptsache, ich sehe dich. Vielleicht weiß der ja was. Viel Spaß. Sehen wir uns heute Abend? Das kann ich noch nicht versprechen. Wenn es Natalie schlecht geht, dann... Schon okay. Tschüss. Ansgar. Carla, wie schön. Tja, jetzt kannst du auch mal triumphieren, also... Sag dein Sprüchlein auf und verschwinde, okay? Du warst auch schon origineller. Dann verschone mich doch mit deinem Geschwätz. Es geht um Natalie. Ich mache mir Sorgen. Weißt du, wo sie ist? Keine Ahnung. Ruf sie doch an. Stell dir vor, das habe ich schon getan. Nur sie geht nicht an ihr Handy. Tja, ehrlich gesagt interessiert mich das überhaupt nicht. Für mich soll Natalie in ihrem Selbstmitleid... Ansgar, jetzt hör mir zu. Sie hat einen Brief geschrieben. Ja, und? Was steht drin? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie ihn unter Tränen geschrieben haben muss und dass sie völlig fertig ist. Ah, und jetzt vermutest du natürlich, sie... Nein. Nein, Natalie würde sich sowas nicht antun. Das kann ich mir nicht vorstellen. Verdammt, Ansgar, dann geht's dir eben gut, aber mir geht's beschissen. Wenn dein Leben so beschissen ist, dann bring ich doch um. Verdammt nochmal, was müssen denn diese Vollidioten mitten auf der Straße stehen? Entschuldigung, können Sie sich mal beeilen? Fahr doch endlich! Natalie ist wahrscheinlich ohnehin in der WG und lässt sich von Gregor trösten. Du bist so ekelhaft. Ach, bitte. Ich bin nur realistisch. Ach. Und dass du Natalie den Tipp gegeben hast, sie soll sich umbringen? Ist das auch realistisch? Kein Mensch nimmt sowas ernst. Das habe ich einfach nur so gesagt. Sowas sagt man aber nicht einfach so. Das ist widerlich. Na schön, dann war es eben ein Fehler. Natalie hört sonst auch nicht auf mich. Du wusstest doch genau, in welchem Zustand sie ist. Jeder, der noch einen Funken Mitgefühl hat, der würde so einen Satz noch nicht mal denken. Brief liest, bin ich da, wo ich schon lange hin wollte. Bei meinem Kind.